In diesem Teil zeige ich euch, wie ich die Zahnradbahn-Lokomotive von Fleischmann digitalisiert habe. Grüezi und herzlich willkommen bei Markus & Trains. Um die Zahnradbahn-Lok zu digitalisieren, ist etwas mehr Aufwand nötig. Aus diesem Grund ist dieses Video etwas länger geraten als die letzten Digitalisierungsvideo. Viel Spaß beim Zuschauen! Um die Zahnradlok zu öffnen, müsst ihr mit dem kleinen Schraubenzieher da ganz vorsichtig vorne hinunterfassen und das lösen. Das Gehäuse da mit dem Schnapper etwas hochheben, leicht aushebeln, dann so das lösen. Wie man hier sieht, hat es da eine kleine Primplatte unter dem, zwischen dem Getriebe und dem Motor. Diese kann man ausbauen und dann hat es genau perfekt Platz, gibt es einen Platz für den Decoder. Mit einem Dremel muss man hier da diese Niete aufbohren, damit die Primplatte herausfällt. Ganz vorsichtig. Voilà. Und weg ist sie. Damit der Decoder Platz hat, muss hier noch diese Erhöhung, da, sieht man das? Ja, da. Die da muss noch abgeschliffen werden, ansonsten hätte der Decoder nicht Platz unter dem Motor. Also, da dieser Lok kein Licht hat, braucht man nur den roten, schwarzen Draht für die Schiene plus den grauen und den orangen Draht für den Motoranschluss. Die anderen drei Drähte kann man vom Decoder entfernen. So. Da der Schrumpflauch um den Decoder etwas zu dick ist, habe ich den entfernt und Isolinbahn rundherum gewickelt um den Decoder. Dies ist da. Jetzt hat er perfekt Platz unter dem Motor.
Um ihn zu fixieren, nehme ich noch ein etwas Feinkleber. Klebe das unten durch, unter den Decoder. Mundschluss, Decoder gehabt, schwarz Schiene links, irgendwo hier hin, ist da, zack, rot Schiene rechts. Orange Motor rechts, grau Motor links. Fertig ist es.